Und dann und wann kommt, seltener als früher, auch mal wieder Kundschaft. So, hallo. Den Brot einfach. 1,60. Danke. 45. Danke sehr. Tschüss. Und bei aller Eisenbahnromantik, die Monotonie ist greifbar. Irgendwann ist jeder Zug nur noch ein Zug, ein ständig wiederkehrendes Ereignis. Und jeder Gang, jeder Handgriff, Routine. Vor allem aber die Zeit danach. Zum Abend hin lässt der Betrieb nach. Kaum noch Publikum, weniger Züge. Wenn die letzte Blume gegossen ist, die vielleicht 12. Fahrkarte verkauft, kehrt wirklich Ruhe ein. Nacht über Friedrichshagen Ost. Klaus Keul kurbelt dem Feierabend entgegen. Für den tagsüber so romantischen Blick ins Grüne ist es mittlerweile zu spät. Der 20-Jährige sieht schwarz. Es gibt ohnehin nichts zu sehen. Kann halt sein, dass vielleicht noch ein, zwei Autos halt vorbeifahren, dann war da noch. Manchmal ist es halt so ruhig, dass man auch die Schranke ruhig zulassen kann, wenn mal 20 kommen und eine größere Pause dazwischen ist. Die Kulisse könnte aus einem Spielfilm stammen. Der letzte Förster von Friedrichshagen. Fehlt nur, dass ein Bär durchs Unterholz tappt. Klaus Keul mag die Rolle. Es gibt Leute, die könnten hier so einen Job, könnten die einfach nicht machen, weil sie wirklich eingehen. Aber ich habe mir den Job halt ausgesucht und ich bin froh, dass ich hier so weit gemacht habe.
Einer noch. Dann ist Schluss. Die letzten beiden Züge nennen wir Geisterzüge, weil es ist kaum jemand drin. Ganz allmählich spielt Zeit keine Rolle mehr. Trotzdem schön, wenn man ein Hobby hat. Die letzte halbe Stunde, in der er sich manchmal fragt, wie viele letzte halbe Stunden es waren oder noch sein werden. Wenn es so bleibt, werde ich schon noch eine Zeit lang machen. Aber bis zur Pensionierung schaffe ich das auf keinen Fall. Keiner wird es schaffen. In den nächsten 5 Jahren werden alle handbetriebenen Anlagen durch automatische Halbschranken ersetzt. Das ist das Ende der Posten. Begost. Und zum Letzten sind ohne Juhu. Und Jö. Mensch und Maschine waren ein gutes Team. Mehr als 100 Jahre lang. Der Fortschritt hat die Schrankenposten gezielt übersehen, solange es keine wirtschaftliche Alternative gab. Doch Halbschranken und Videokameras sind heute billiger. Bald hat auch das Warten ein Ende. Kurbeln. Ein letztes Mal. Das machen wir immer hier beim letzten Zug oder beim ersten. Das ist so ein Begrüßungsverabschiedungsteilchen ist das.